Hallo Leute, diese kleinen Schoten können euch ganz schön das Gericht versauen, wenn ihr davon zu viel erwischt. Und genau darum geht es auch im heutigen Video, wie ihr ein Gericht retten könnt, das zu scharf wurde, beziehungsweise was ihr machen könnt, wenn es einem Gast am Tisch schon zu scharf wird. Gerade wenn man neue Gerichte aus Indien, Thailand oder den Philippinen ausprobiert und sich da an die Rezeptangaben hält, da kann es schon passieren, dass das Gericht wirklich fürchterlich scharf ist. Denn unser europäischer Gaumen ist an die Schärfe nicht gewöhnt. Deswegen möchte ich euch heute dazu ein paar Tipps geben. Eine Möglichkeit wäre es, die Menge zu erhöhen. Das heißt, ihr gebt noch zum Beispiel Flüssigkeit dazu und durch die größere Menge verteilt sich dann auch die Schärfe. Wenn ihr die Menge erhöht, dann empfehle ich euch, irgendwas Fettreiches zu nehmen. Das könnte jetzt zum Beispiel Sahne sein, Creme fraiche, Schmand oder wenn es ein veganes Gericht ist, Kokosnussmilch. Damit könnt ihr die Schärfe reduzieren, denn Fett nimmt dieses Capsaicin, also die Schärfe von diesen Chilis, auf, bindet sie etwas und dadurch wird das Gericht etwas milder, nicht mehr ganz so scharf. Also es kann die Schärfe nicht komplett rausnehmen, aber es reduziert zumindest die Schärfe und dadurch wird es dann eher genießbar. Alternativ dazu könnt ihr auch Olivenöl oder Butter nehmen, je nachdem, was zu eurem Gericht gerade passt. Was ihr auch sehr gut machen könnt, ist etwas Süße dazugeben, wenn es zu dem Gericht passt. Denn Süße mildert diesen Geschmack eben auch ab und dadurch wird es dann besser genießbar. Wenn euer Gericht jetzt durch ein Missgeschick in Gefahr gerät, das heißt, ihr wolltet ein bisschen Chili-Pulver dran machen und euch ist die Dose ausgerutscht, dann nicht umrühren, sondern mit einem Löffel oder mit einer Kelle vorsichtig oben abschöpfen und dann habt ihr den Fehler schon mal gerettet. Was ihr auch sehr gut machen könnt, ist Gemüse dazugeben. Zum Beispiel Möhren in asiatischen Gerichten, die sorgen auch dafür, dass die Schärfe etwas reduziert wird und es dadurch eben besser genießbar wird. Alternativ dazu gehen zum Beispiel auch Kartoffeln. Wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Gulaschsuppe habt, die extrem scharf ist, gebt da ein paar Kartoffelwürfel dazu. Die nehmen dann diese Schärfe eben auch auf und dadurch wird es dann auch eben nicht mehr ganz so scharf. Ähnlich verhält es sich auch mit einer Süßkartoffel, die nimmt auch ziemlich von der Schärfe weg. Als nächstes kommen wir zu dem Punkt, das Essen steht schon auf dem Tisch und einem von euren Gästen ist es einfach zu scharf. Auch da gibt es eine gute Möglichkeit, denn ihr könnt ihm jetzt entweder zum Beispiel ein bisschen Schmand oder Creme fraiche anbieten, dass er dann eben auf sein Essen macht, um das Ganze abzumildern, oder aber als Erste-Hilfemaßnahme ein Glas Milch zum Beispiel oder eben Kokosmilch oder je nachdem, was ihr da habt. Das mildert diese Schärfe auch nochmal ab und gerade im ersten Moment hilft es auch, den Mundraum zu kühlen. Alternativ dazu könnt ihr auch sehr gut zum Beispiel Honig verwenden. Süße hatten wir ja vorhin schon. Der hilft ebenfalls, das Ganze ein bisschen zu binden und eben abzumildern. Oder was auch sehr gut hilft, ein Esslöffel Olivenöl. Den in den Mund nehmen, ein bisschen im Mund lassen. Der sorgt auch dafür, dass die Schärfe geringer wird und es nicht so stark brennt und auch den Mund ein bisschen kühlt. Was ihr aber auf keinen Fall machen solltet, ist eurem Gast Wasser anbieten, denn der verteilt die Schärfe erst recht im Mund und dadurch kommt es ihm noch viel unangenehmer vor. Von daher lieber Milch oder ähnliches, das hilft da deutlich besser. Was ihr auch sehr gut verwenden könnt, ist zum Beispiel Brot, wenn das schon auf dem Tisch steht, eventuell mit ein bisschen Butter. Das nimmt die Schärfe auch auf und sorgt dafür, dass es nicht so dolle brennt. Und jetzt noch ein paar Tipps, was ihr tun könnt, wenn ihr euch noch an die Schärfe rantasten wollt. Denn dann könnt ihr zum Beispiel so eine Peperoni nicht klein schneiden, wie es in manchen Rezepten steht, sondern einfach nur mit einem Messer einpieksen, so 3-4 Mal und dann im Ganzen mitgaren. Und dann zwischendurch einfach mal probieren, wie es schmeckt, wie scharf es ist. Und wenn es euch scharf genug ist, dann nehmt ihr das ganze Ding einfach wieder raus. Und somit habt ihr dann den Teil schon mal geschafft. Dann wird es auch nicht mehr schärfer, wie es eben normalerweise werden würde, wenn ihr es klein geschnitten habt. Dann nimmt die Schärfe dann eben mit längerem Kochen noch deutlich zu. Und dann müsst ihr auf die anderen Punkte ausweichen. Wenn ihr die Chilischote jetzt aber trotzdem dazugeben möchtet, geschnitten, dann empfehle ich euch innen das Weiße. Moment, ich zeige es euch mal. So, einmal der Länge nach durchschneiden. Und dann habt ihr hier innen diese weißen Trennwände. Die müssen dann raus, denn da ist das meiste Capsaicin enthalten. Und deswegen die gut rausmachen. Dann habt ihr auch schon ein bisschen was von der Schärfe rausgenommen und seid da eben auf der sicheren Seite. Ganz nebenbei. Besser ist es gerade bei Schärfe, erst
mit ein bisschen anzufangen und sich dann ganz langsam vorzuarbeiten. Denn Schärfe rausnehmen geht zwar, wie ihr eben erfahren habt, aber noch leichter ist es, wenn ihr die Schärfe nach und nach zugebt und euch da an euren optimalen Geschmack herantastet. Dann habe ich euch hier noch zwei Rezepte reingepackt. Einmal Chili Con Carne und einmal Chili Sin Carne, also einmal mit Fleisch und einmal ohne Fleisch. Die sind eben bekannt für ihre Schärfe und da könnt ihr euch dann beliebig austoben und eure Chilis verwenden. Aber wie gesagt, nicht zu viel, denn rausnehmen ist nicht ganz so einfach. So, damit sind wir am Ende des Videos. Ich danke euch herzlich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Kochen!